Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feature Beef mit mir, den Cyrus und der Liga DRG. Und ja, letztes Mal sind wir hier an der unserem Lagersystem verzweifelt, nenne ich es einfach mal. Und ich habe das Problem gelöst. Und zwar lag das da dran. Ich habe mich da nochmal schlau gelesen, das eine oder andere Tutorial geguckt. An die Logistic Power Junction, die verbindet sich nur mit einer Basic Logistic Pipe, und ich hatte hier vorher Stone Pipe. Darum hat es keine Energie gehabt. Und ja, jetzt funktioniert das Ganze. Des Weiteren habe ich in dem Tutorial erfahren, dass an jeder Kreuzung sozusagen auch so eine Logistic Pipe sein muss, damit die Basic Logistic Pipe, damit die Items wissen, wo sie lang müssen. Aber man kann zum Beispiel auch eine Iron Pipe nehmen und den einfach nur eine Richtung vorgeben, wenn wir zum Beispiel eh nur alles nach hier oben wieder haben wollen. Dann zeige ich euch das mal kurz. Gleich hier drauf drücken. Sage ich hier unten, ich will 10 von Iron haben. Mach Pop-up weg, damit dann. Ich kann ja mal zeigen, wenn ich Pop-up mache. Erstmal mache ich Request. Dann kommt diese Meldung. Jetzt kommen hier so. Bop, bop, bop. Unsere 10 Eisen hochgewandert. Dann mache ich das Ganze nochmal. Sage aber ohne Pop-up. Request. Und dann macht das einfach. Dann kommt diese Meldung nicht mehr. Die ist ein bisschen nervig. Bop, bop, bop. Alles wieder drin. Gut, das funktioniert doch schon mal wie gewollt. Das ist ja richtig ungewohnt. Und darum möchte ich jetzt mal hier erstmal diese Reihe, die zweite Reihe noch bis zum Ende führen und gucken, ob ich das dann hinbekomme, mehr von diesen Provider-Pipes da dran zu klatschen. Darum möchte ich hier diese Kisten erstmal mit den Eisen upgraden. Das Eisen habe ich ja hier drin mir runtergeholt gehabt. Machen wir uns hier erstmal ein paar Upgrades. So. Oh, hier bisschen Platz machen soll. So. Zack, 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 zack. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Einmal drumherum. Pop, 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 pop. So. Dann baue ich die Kisten da jetzt nochmal oben lang. Mal gucken, ob ich eine Zweierreihe da noch hinbekomme mit den Kisten. Und ob ich die da überhaupt so anbauen kann. Ja, kann ich. Monster nerven aber ganz schön. Ich glaube, ich lege mich erstmal gleich pennen. Oh, reicht. Nein, eine Kiste fehlt auch nicht echt. Das kriegen wir doch sicherlich noch hin. So, machen wir gleich eine Iron-Kiste draus. So. Wunderbar, damit haben wir das dann auch schon geregelt. Dann baue ich jetzt hier nochmal die Insertion Pipes dran. So. Und eigentlich möchte ich die einmal bis Ende haben. Und die Insertion Pipes, die baut man ja aus. Ich glaube, hier Lapis Lazuli, ne? Haben wir da überhaupt noch was? Er hat sich ausgelapis, glaube ich. Gut, das heißt, wir müssen die Quarry erstmal anbringen, aber wir können ja hier die Logistik-Pipes nochmal gucken. Logistik. Request. Provider, die brauchen wir. Da brauchen wir eine Basic, da haben wir noch. Und Goldgear, genau, das war die. Der Kram mit dem Goldgear. Hier haben wir noch 4. Ich versuche mal 4 zusammenzubekommen. So, hier kriegen wir schon mal 2 bei rum. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Wollen wir erstmal hier Eisen Gears wieder draus machen. Jetzt brauchen wir. Ich möchte gerne die hinteren Kisten alle erstmal anschließen.
ans System, weil das sind ja die ersten, die vollgepackt werden. Und dieser Aufbau von vorhin, den ich dann auch hatte, der hat nicht geklappt, weil die Items, weil da keine Logistikpipe dran waren. Und hier sind ja überall Verzweigungen, wie man sieht. Und dann wissen die Items nicht, wo sie hin müssen. Das heißt, ich hätte hier überall diese Provider-Pipes dran haben müssen. Gut, dann baue ich die erstmal ab. Erstmal hier alles raus. Und dann Iron. Ne, wo habe ich denn die Iron? Da. Da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt hier einfach überall nur Iron Pipes dran baue. Einmal bis hinten hin. Und die dann einfach so konfiguriere, dass die nur in die Richtung können immer. Dann müsste das ja eigentlich auch gehen. Dann spare ich mir sehr viele von diesen Logistikpipes. Die können ja jetzt nur in die Richtung. Naja, ist auf jeden Fall ein Experiment. Mal gucken, ob es klappt. Ich hoffe es. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal das Gold. Hier haben wir Gold. Da haben wir noch was. So, Bahn 2, 3. Goldgear. Dann war das Provider. Genau, habe ich da? Ne, da fehlt das Redstone. Habe ich wahrscheinlich hier gar nicht mehr. Ne, die erste Provider baue ich hier schon mal an. So, hier habe ich jetzt mein ganzes Kram hier drin. Und unser Gold ist ganz schön erschöpft. Kann doch nicht unser restliches Gold sein, was ich noch habe hier, diese paar Nuggets. Gold Ingot, ey. Hier, da. Provider. Zwei Stück, zwei weitere. Wenn wir eh schon mal oben sind. Ne, das ist Sandstone, ich brauche Sand. Cobblestone. Ach ne, wir haben hier noch Glas. Ich wollte nämlich hier noch ein paar von den Iron Pipes bauen. So. So, einmal bis hinten dran. Provider Pipes. Ist nur die Frage, ob das stimmt ist, dass die hier so verbunden sind. Naja, das werden wir ja gleich sehen. Und dann verbinde ich das hier einfach hier. Hier eine Stone, da eine Stone. Und da, nein, keine Stone, eine Cobblestone wollte ich da haben. Iron, Cobblestone, Stone. So, damit die sich nicht verbinden. Und die ist schon die und die. Das müssten wir eigentlich. Machen wir mal hier das rein. So. Das. Überall so ein bisschen. Jetzt sind die ja verbunden. Jetzt müsste das ja eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. Da. Sehen tut man schon mal alles. Möchte ich hier das Glasfaser bitte haben. Request. Kommt nicht an. Hingepackt. Da ist ein Glasfaser. Und hier ist ein Glasfaser. Ich pack die mal in die untere linke goldene Kiste.
Und jetzt nochmal. Request. Request auf jeden Fall erfolgreich. Es kommt aber nicht an. Warum kommt das nicht an? Wahrscheinlich, weil das dann doch nicht so geht, wie ich es mir gedacht habe. Nee. Weil die Items nicht wissen, wo sie lang sollen. Das heißt, ich muss hier echt überall noch hier so eine Basic Logistik Pipe dazwischen hauen oder was? Also so. Kann ich mir die ganze Reihe hier eh sparen, weil dann hier überall Basic Logistik Pipes dran müssen. Cobblestone. Nehmen wir da ab. Achso, darum hatte ich das gemacht. So. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Glaswasser jetzt hier rausgenommen? Ja, verdammt. Ja, dann nehme ich mir mal hier die 4 Sticks. Vier, Request. Oh, da sind sie jetzt gekommen. Und mal gucken, ob es überhaupt klappt. Jetzt nehme ich hier so. 10, Request. Ich mache das Ding jetzt einfach mal leer da unten. Dauert halt nur eine Weile. Und dann kommen die Sachen auch wirklich an. Ein Dirt, Request, Request, Request. Kann man hier auch alles machen irgendwie? Oh, Request, die brauche ich natürlich. Request. 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 Ziehen wir jetzt alles hier raus und gucken, ob das Lager dann da unten wirklich leer ist. Jetzt hier ein Enderman bei mir im Raum oder was? Nein, Enderman, ich muss mich hier kurz konzentrieren. Einmal zu viel. Quest. Quest. Müsste gleich alles hier oben sein. Ach nee, jetzt hier aufs Dach geportet anscheinend. Leg mich mal pennen. Ah, nee, geht nicht. Monster nearby, natürlich. So, jetzt müsste unten das Lager leer sein. Leer, 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 leer. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall so. Machen wir das hier nochmal. Bisschen praktischer. So.
Nee, Stone, 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 Stone. So, haben wir das verbunden. Das heißt, ich brauche jetzt hier überall noch sehr viele Basic Logistic Pipes und die Provider Logistic Pipes. Aber die Sachen werden zum größten Teil auf jeden Fall erstmal alle einsortiert. Das heißt, wir schmeißen die Quarry jetzt gleich nochmal an. Und sobald wir dann alles angeschlossen haben, können wir dann auch die Sachen, die wir hier in den Kisten haben, so mäßig alle umräumen. So, das, 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 das und das. Und dann wollten wir ja noch ein neues Buch schreiben, weil die Welt, die wir da ja haben, nicht so geeignet ist hier. Machen wir das auch gleich nochmal. So, her mit dem Buch. Da. Und dann brauchen wir noch ein Unlink-Book, genau. So, dann brauchen wir immer so genau zwei Stück. So. Und so ein Bookstand bräuchte man eigentlich auch. Greatfoot. Kommt davon gar kein Holz raus, auch nicht schlecht. Naja, dann nehmen wir das gute alte Junglewood. So. Paar Sticks. So war das, ne? Jawohl. Bauen wir erstmal vier Stück. Zwei brauchen wir, das kommt rein, das lassen wir auch mal hier. Gut. Stellen wir das mal hier hin und dann gucken wir uns die neue Welt an. Eine Schneewelt mit großen, komischen Bäumen und einem Mond. Ja, aber diese Welt sieht doch schon mal ein bisschen besser aus zum Abbauen. Hier auf jeden Fall ein bisschen flacher. Dürfen wir jetzt nur nicht vergessen, erstmal das Buch hier aufzustellen und uns am besten hier auch einen Waypoint hinzubauen. So, Buch drauf. So. Achso, Waypoint. Hope. Gut. Waypoint da. Würde ich sagen, schauen wir uns mal hier so ein bisschen um. Ruckelt doch ein bisschen, weil die ganze Geschichte hier noch lädt. Oh Gott, das ruckelt aber nicht nur ein bisschen, das ruckelt ganz schön. Hier mal einen kleinen Spawner wieder. Erstmal hier unten. Nein! Lass mich in Ruhe. Die wieder kaputt machen, damit hier nicht keine weiteren spawnen, weil die sind ja echt nervig, diese Viecher. Oh Gott, unter Schnee sieht man die ja gar nicht mehr. Na egal, schnappen wir uns, was hier drin ist und gehen dann erstmal weg. Bob. Oh nice, eine Portal Gun. Wir haben eine Portal Gun gefunden. Wenn ihr euch jetzt fragt, was eine Portal Gun ist, wenn ihr das Spiel nicht kennt, da kann ich jetzt. Oh Gott, es leckt noch immer. Pap. Bup. Bup. Da können wir jetzt hier Portale machen. Nice. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Jetzt haben wir eine Portal Gun. Wie geil ist das denn? Und hier ist noch ein Tempel oder was? Abgeschlossen. Oh, da unten sind auch Kisten. Gucken wir auch mal kurz rein. Ja, genau, diese Seiten brauchen wir. Ja. Lass mich jetzt hier einfach mal hauen von denen. Und gehe hier wieder raus. Kann ich den Laden hier dicht machen? Ach komm, lass mal offen, die verbrennen eh, wenn sie rauskommen. Aber eigentlich wollte ich euch die Bibliothek noch zeigen.
Nur die Frage, in welche Richtung die ist halt. Oh, die Portalgun, die ist geil. Weißt du, was ich mache? Ich mache mir jetzt hier vorne an unserem Spawn quasi ein Portal mit der Portalgun und dann können wir wegfliegen. Und dann, wenn wir die Bibliothek gefunden haben, kann ich da noch ein Portal machen und dann brauchen wir nicht mehr zurückfliegen, dann können wir da einfach durchs Portal gehen. Ist das Ding jetzt da? Hopp, jawohl. So, hier mache ich einen hin. Fliegen wir mal in die Richtung. Eigentlich ist das immer nicht weit weg vom Portal. Jetzt überziehe ich schon wieder die Folge, aber das kriegen wir noch hin. Dann guckt euch diese riesen Bäume an, ey. Ob man die dann auch mit dieser Axt abbauen kann. Müssen wir auch mal kontrollieren in den nächsten Folgen. Na komm, Ladesteller Welt. Lade. Okay, auch nicht. Na gut, da die Folge ja jetzt fast vorüber ist, oder eigentlich schon vorüber ist. Huch. Oh, viele Viecher hier. Warum sterben die nicht? Also der Baum stehen wahrscheinlich. So. So. Baue ich jetzt hier erstmal die Quarry auf und lasse die dann hier erstmal ganz in Ruhe arbeiten. Oh Gott, jede Menge Platz. Und das sind halt die Seiten, die man in den Bibliotheken findet, die man, womit man sich dann eigene Bücher schreiben kann. Extreme Hills Biom, Zero Lang, also kein Null Länge, keine Ahnung, was das bedeutet. Mal gucken. Und Shiny Ingot, was man auch immer daraus machen kann. Das gucken wir uns auch mal nächste Folge an. Jetzt wollen wir erstmal hier ein größeres Feld abstecken. Ich renne hier mal rüber. So. So, genau. Wir bauen jetzt einfach die maximale Größe ab. Es dauert natürlich dann sehr, sehr lange, bis das abgebaut ist, bis man hier so ein 64 mal 64 Feld abgebaut hat. Aber whatever. Haben wir Zeit, ne? Und dann brauchen wir es auch so schnell nicht mehr anwerfen. Und hier kommt natürlich eine Menge Materialien bei rum. Na komm. Ich habe auch nichts zu essen mitgenommen. Ey, jetzt kann ich schon nicht mehr sprinten. Hopp. Sag ich, jo, ist. Oh Gott, jetzt sind hier überall schön Viecher. Ich hoffe, ich ziehe keine Aggro. Natürlich ziehe ich Aggro. So, da hinten kommt dann unser. Och Mann, ey. Muss ich erstmal die Viecher da leider alle töten. Hält ein bisschen mehr aus, da es eine Rüstung hat. Oh, jetzt habe ich die auch noch gezogen, die Aggro. Na komm. Ich hoffe, die Quarry macht dann nicht erst noch den Schnee weg, dass das der Quarry egal ist, dass hier Schnee liegt, aber ich glaube, sie macht es. Gut, machen wir das Ding mal ab hier. Lassen das verbinden und bap. Seht euch diesen riesen Rahmen an. Energy Tesseract, Item Tesseract. Item oben drauf. Energy daneben. Das ist jetzt der Item Tesseract. Der soll nur senden. Das ist der Energy Tesseract. Der soll nur bekommen. So, und schon fängt er an, hier das Grundgerüst zu bauen, wie ihr seht. Und das geht relativ fix, da unsere Batterie ja voll aufgeladen ist. Das müssen wir nur hier unsere Fackeln wieder einsammeln oder unsere Landmarks.
Hallo Enderman-Kinder. Man sieht schon, wie lange er braucht, alleine um das Gerüst aufzubauen. Letztes Mal war er ja in 0, nichts fertig, weil es ja nur so ein Mini-Gerüst war. Fehlt hier jetzt ein Landmark? Ach, jetzt macht er hier doch den ganzen Schnee weg. Okay, das wird eine Weile dauern, aber ich würde sagen, das sieht doch schon mal recht gut aus. Ich fliege mal hier oben aufs Dach. Und ich habe die Idee, ich lasse das einfach jetzt noch weiterlaufen, die Aufnahme. Und mache daraus dann eine Zeitrafferaufnahme. Ich will nur mal gucken, wie das aussieht. Hier von so den ersten paar Layern, die da kommen, oder wie man es auch immer schimpfen möchte. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießt die Zeitrafferaufnahme und bis zum nächsten Mal. Abonnieren und kommentieren nicht vergessen.